Honeybee, can we chat for a moment before you go out for the day? Sure, Grandma. I want you to know I've left you the farm in my will. I already spoke to Arthur about it, and he understands. Farm life was never for him. I don't want you to feel obliged if you'd rather return to your old life in the city. But tell me, do you want to stay on after I'm gone? Natürlich. Of course I want to stay, Grandma. Oh, that's wonderful. I knew you would love it here. I'm glad that's settled then. I'll have Otto finish the paperwork. Morning. Brought you some groceries. Oh, let me get you some money. Oh, don't you dare. It's the least Parker and I could do. Thank you, Lena, dear. You will look after Tara for me, won't you? I've done what I can to get her ready to take my place here, but she'll need a guiding hand. I will. Well, I better let you rest. Give my love to Marcus when you see him. Ja, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Mit ihr können wir gerade, doch, jetzt können wir mit ihr reden. Oma läuft uns ja nicht weg. Almost summer. Ah, oh, the time of year you used to visit Fairhaven. Would little Tara have ever imagined adult Tara's life here? Nope. Not even in little Tara's wildest dreams. So, Oma. Nein, Grandma, jetzt steht sie davor. I'm sorry I didn't visit more over the years. I always meant to come by or call or... Oh, you were stuck in the middle of a generational spat. Can't blame you for not wanting to get on the wrong side of Arthur's temper. He didn't have a right to keep us apart. We lost so many years that we could have spent together. Anger makes folks do things they regret, Honeybee. He was sore at me for not telling him your grandpa was sick. But I was just following Robert's wishes. Robert didn't want Arthur to come and fuss over him. Can't imagine why not. I love being fussed over. Well, I'm going to fuss away then. Ja, der Trank, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ach, wir hatten noch gar keinen drin, stimmt. Wir haben ja noch nicht genug. Was brauchten wir für den anderen jetzt nochmal? Kupfer. Ja, das würde ich aber gerne erst später besorgen. Weil ich würde schon gerne erstmal mit dem Rest... Achso, das ist jetzt... Moment... Post habe ich auch bekommen, habe ich gesehen. Sind die fertig? Das sieht so fertig aus. Sehr geil. Aber wir brauchen 8 von denen. Naja, es war klar. Ja, schade. Dann können wir das heute noch nicht machen. Dann müssen wir nochmal neuen Weizen anpflanzen. Und können einen Wunderwuchstrank benutzen. Moment, jetzt probieren wir das mal eben. Okay, das heißt nur noch 6 Tage. 8 Tage habe ich eben gesagt, ne? Vielleicht können wir ja... Ah ne, anscheinend können wir da aber nur einmal den Trank drauf benutzen. Schade, schade, schade. Die wollen wir natürlich nicht machen. Da schauen wir mal eben. Ja, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Mehr Blumen, damit sie schneller arbeiten. Ja, das Problem ist halt, ich hoffe immer noch 2 reichen. So, da wir jetzt relativ früh am Morgen haben, würde ich sagen, gehen wir erstmal eben in die Mine, bis wir wieder mal nicht genug Energie haben. Oh, da ist noch ein Pilz. Den nehmen wir natürlich direkt mal mit, wenn er den möchte. So, dann gehen wir natürlich direkt in die 3 rein. Arbeiten uns sozusagen von hinten durch. Ja, und dann arbeiten wir mal vor, dass wir eventuell dann gleich, je nach Öffnungszeit, dann auch vielleicht wieder neues Eisen machen können.
Das vor der Tür war aber letztes Mal nicht da. Also die scheinen wirklich wieder zu spawnen nach einer Weile. Also meine ich, dass es nicht da war. So. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das noch für euch erträglich ist, wenn ich das nebenbei mache. Ich meine, gut, so lange dauert es ja auch nicht, wenn wir mal ehrlich sind, weil die Ausdauer ja doch extremst schnell durch ist. Ob das für euch noch ertragbar ist, mir dabei zuzusehen, oder ob ihr es lieber hättet, wenn ich das rausschneide, dass ich dann sage, okay, ich mache jetzt hier was in der Höhle und mache hier nur Eisen und ich komme dann bald wieder, so nach dem Motto. So, jetzt haben wir wieder nichts mehr. Ich hatte gehofft, das kriegen wir noch hin, weil das was kleiner aussah, aber offenbar nicht. So, ich möchte immer noch die Brücke da oben gemacht haben. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist halt, man sieht nichts, ne? Es ist halt voller Wolken. Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht, was das jetzt für ein Bereich war. Ich weiß auch nicht, warum mein Hals jetzt hier gerade total schlapp macht. Ich habe wieder zu viel gesprochen heute, schätze ich mal. Oh, jetzt haben wir das so schön gehabt beim letzten Mal. Ich glaube, 3 oder 4 Unkraut. Ah, doch, hier haben wir noch was. Sehr geil. Dann können wir das nämlich auch wieder auffüllen. Also wenn es denn soweit ist. So, einen Pilz haben wir noch. Allerdings der falsche. Ich brauche eigentlich einen Fliegenpilz. Hinten ist sonst nichts mehr. Ich würde ehrlich gesagt, wenn er denn schon wach ist, gerne als erstes zu Thomas gehen, damit ich den auf gar keinen Fall vergessen kann. Weil das ist irgendwie so der, weiß ich nicht, der mir so am meisten am Herzen liegt. Der ist natürlich nicht da, weil er jetzt nicht gießen muss. Na ja, klar. Da ich jetzt eh hier in der Ecke... Oh, Hallöchen. Warum sitzt du hier so im Regen rum? I feel terrible. I didn't want to turn down Kim's gift of fresh caught lobster. I get the feeling they think I was upset. But I wasn't. In fact, I wouldn't mind getting a shellfish-free dinner with them sometime. Or with you, come to think of it. Oh gosh, Das nenne ich meine Aussage. Oh, Kitty. Komm her. Fake-Knoll. Oh, what a good purr. So, oben ist es blau. Sehr schön. Wir können wieder Blaubeeren ernten. Her zu mir. Ich liebe sie. Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, noch nie Blaubeeren gegessen, aber... Hier im Spiel liebe ich es, Blaubeeren zu pflücken, nicht zu pflanzen. Pflanzen würde ich sie auch gerne mal, aber... So, okay. Dann schauen wir mal, ob wir hier unten noch was finden. Wenn unsere tägliche... sehr geil, Algen. Da ist er, Thomas! Was machst du im Wasser? Can't believe it. Kim's been saying I don't like them. I mean, you don't. Do you? I just told them what I thought, but now I hear they're spreading rumors about me? No. I don't like them. Okay. Mann, Krabbe, ganz ehrlich. Ich will dich immer mitnehmen, wenn du hier so vor meinen Füßen rumkrabbelst. Das ist nicht nett. So, dann machen wir uns jetzt wieder auf ins Dörfchen. Hier ist keine Blume gewesen, ne? Da habe ich jetzt nicht so... Nee, war nichts. Dann hoffe ich inständig, dass wir ein bisschen was an Eisen schon mal bekommen. Weil das war doch sehr, sehr viel, was wir brauchen und sehr, sehr wenig, was wir pro Runde halt eben bekommen. Irgendwie bin ich jetzt einen ganz doofen Weg gelaufen, aber egal. Und ja, ich hab's vergessen. Ich wollte ja eigentlich zur Bar. Ich muss mal schauen, wann sind die jetzt eigentlich? Ach, die hat sonntags eh geschlossen gehabt. Okay. Heute wäre die ab 18 Uhr geöffnet. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal dran denke. Was? Die hat nicht geöffnet? Montags geschlossen. Ihr könnt mich doch alle mal. Das ist doch nicht normal bei euch hier. Your mom still lives outside the city, right?
Do you ever go visit her? Oh, yes. On all the high holidays, Juliet and I go stay with my mama and visit the synagogue I went to as a kid. Juliet does not care for the synagogue, but she doesn't mind the food. Mama is an even better cook than me. Mit dir möchte ich auch noch reden. Jetzt habe ich es gar nicht mitbekommen. Ach so, nee, mit dir habe ich ja schon geredet. Ja, stimmt, du warst ja bei mir. Obwohl, lass uns noch mal kurz gucken. Das war das alles mit kann nicht angebaut werden. Ich weiß nicht, ob ich Blaubeeren brauche. Das ist halt das Problem, ne? Ich könnte ja mal 5 verkaufen. Und 2, dann habe ich 20. Dann verkaufen wir nochmal 5. Und nochmal 5. Damit der Laden zumindest ein bisschen höher geht. Was habe ich denn? Wo habe ich denn jetzt die Eier? Achso, die hat sie mir, glaube ich, gegeben, ne? Banane. Na gut, ich weiß halt nicht genau, was brauche ich. Die Bohnen meine ich, dass ich die für nichts brauche. Die könnte ich jetzt noch verkaufen. 2 und eine Karotte. Das bringt es aber nicht. Doch, das bringt es. Ah, cool. Okay. So, was haben wir denn jetzt hier Neues? Körnerfutter? Nee, Haf. Okay. Und Spinat. Ja, das ist doch super. Können wir jetzt nichts mit anfangen. Aber es ist trotzdem super, dass wir das schon mal haben. Weil das müssen wir zwischendurch auf jeden Fall auch immer mal wieder machen. Hi. My parents called the other day and asked if I wanted to sell the bar. They said it'd be good to travel, but I'm not sure where I'd even go. Ja, da unten ist die Dame, die nicht arbeiten möchte. My mom sent me a new shirt, like, it's not even my birthday or anything. It's not exactly my style, but it's close. I never thought I would say this, but maybe she's finally beginning to see me for who I am. Ah, ja. So, Montagmorgen. Und das halbe Dörfchen hier ist noch am Schlummern, so wie es aussieht. Was geht denn hier ab, Leute? Ganz ehrlich. Was ist denn hier mit unserem Pfarrer, Priester, was auch immer? Otto has tried bringing Bruno in for counseling, but I don't think his father is very receptive to our message. Maybe he will be. In time. Na, ich würde mich auch nicht von solchen Dingern beeindrucken lassen, ganz ehrlich. Das ist ja, um es mal ganz krass auszudrücken, auch nichts anderes, als wenn man irgendwo... Ach so, stimmt, ich muss ja noch nach links. Ja, ich habe jetzt vergessen, wie es heißt. Has Lena invited you to join her book club yet? They meet a couple of nights a week, but it's ladies only. Okay. An sich recht cool, aber im Moment habe ich leider so überhaupt gar keine Zeit mehr zum Lesen. Wenn ich es schaffe, höre ich zwischendurch Hörbücher. Ist leider kein Ersatz. Oh, when will it be summer already? I'm working on it. What? Ja. Nothing. Ich arbeite wirklich dran, aber mir ist es gerade wichtiger, die anderen Sachen zu kriegen. I want to go out surfing, but Kai says I need a wetsuit. Where am I supposed to find a wetsuit around here? See, this is why I want to move to the city. Dann bestellst dir doch einfach aus der Stadt. I can't wait for summer. What are you going to do on your vacation? Nothing. It's going to be great. Okay. Ugh. Why can't my mom just get off my case? I'm doing the best I can. Weil Mütter das so machen. Oh, have you visited the Consciousness Center yet? I just started to attend service on Sundays. I really find Cameron's message compelling.
You can't just wait for fate to make things happen for you, right? Sure. Well, consider coming by. Ich will nichts sagen, aber ich war jetzt schon so oft da und die Trulla war da auch immer wieder da. Ach, sieht die mich nicht? Und wo ist hier unser rosa Härchen eigentlich? Ich hoffe, ich muss ihm jetzt da kein Eisen geben. Perfect! You are exactly who I was hoping to see today. Hey, Mersoft. What's up? An opportunity has presented itself for you to give back to the town. Yay! The town stores are empty, and we need them refilled as quickly as possible. Empty? Where did they all go? I was... they were... That is to say... That's not really important right now. What matters is that we put them back before anyone wants to use them and notices, okay? Notices? Do you mean they were stolen? What? Oh, yes. Yes, that is exactly what happened. Will you help me refill them? I guess. What do you need? Wonderful. You'll need to get 2 iron, 10 wood, and 10 stone. You need to get them to me ASAP, or I'll... Or we'll all be in big trouble. Mhm. Eine fragwürdige Lieferkette. Ja, so. You know, the town hall has many interesting artifacts from Fairhaven's history on display. Feel free to view them anytime. Aber ganz ehrlich, du stehst jetzt auf meiner Liste wirklich ganz weit hinten. Ooh, baking something new, Angus? Yep, it's my little bro's favorite. I'm the middle child of 3 boys, so it was nonstop chaos growing up. But I could always get Jamie to calm down if I gave him one of these. You don't have any siblings, do you? That must have been a bit lonely growing up, no? No. Not when I was little, because I spent my summers here and grew close to my grandma and grandpa. Well, of course. Having a grandma like Hazel must have been so much fun. Francis and I are both the middle child of 3 child families. Maybe that's why we're perfect for each other. We're used to being the overlooked cheese in the sandwich. I hope Francis is able to find a place for himself here, and that everyone sees just how special he truly is. Oh, sehr schön. Kann ich nochmal mit ihm reden? Nee, ne? Doch. What you doing, Angus? Thinking up a new viral baked good. Something that people would be willing to queue for hours to get so they could post it on the social medias. You know, like those croissants that have donut filling. Oh, what about like a half bagel, half cupcake? A bupcake! No, that won't work. Nein. Obwohl, wenn ich jetzt bei dir was zu essen kaufen würde. Die Frage ist Brot jetzt zum Beispiel. Was gibt mir das? Kann dir einen schnellen Energieschub verleihen. Nehmen wir mal 1, so zum Testen. Weil Brot ist jetzt nicht so teuer. So, dann essen wir das Brot jetzt mal. Was nennen die dann daran bitte schnellen Energieschub? Schneller Energieschub, okay, aber groß ist der nicht. Ah, ich merke schon, das hat so überhaupt gar keinen Sinn, irgendwas davon zu holen. Bananenbrot könnte. Mache ich mal einmal als Test. So. Ja, Bananenbrot ist auf jeden Fall gut. Das ist schön. Dann gehen wir jetzt nochmal eben zu der, die uns das Eisen machen kann. Parker is a great neighbor. He really helped me get settled when I first moved here. That Lena is a lucky gal. So, wie mache ich... Achso, wenn ich jetzt was kaufe, ne? So, Eisenbarren. Die Frage ist, wenn ich das jetzt haben will... Achso, da brauche ich 10 Barren für. Ja, da kann ich das nicht. Aber das sind Silberbarren. Ja, Silber. Ach du Schande. Da müssten wir also tatsächlich noch Kupferbarren holen, damit wir uns dann die besseren...
Brauchen wir auch 10? Nee, da brauchen wir nur 3 von. Und da auch nur 3. Ja, dann würde ich sagen, Kupfer ist auf jeden Fall noch wichtig für uns. Ich würde sagen, stellen wir alle her, oder? Ich habe gedacht, wir brauchen 10. Wie geil ist das denn? Ja, dann... Moment, da müssen wir jetzt nochmal kurz nachgucken. Der wollte... 2. Ja, perfekt. Dann könnten wir das theoretisch auch noch erledigen. Wir brauchen aber noch jede Menge Holz. Okay. Für die anderen Sachen brauchen wir aber kein Eisen soweit. Aber noch jede Menge Holz. Dann würde ich sagen... Och, ich dachte gerade schon, das ist jetzt zur Lieferkette rübergesprungen. Dann würde ich sagen, ist gut. Ich habe ja gar keine Bäumchen, die ich hier machen kann. Die sind ja alle zu groß. da ist noch Unkraut. Sehr schön. Ich habe doch gerade was gehört. Hallo? Was war das? Hallöchen, war das ein Vogel? Wände sind anscheinend wieder weggeflogen. Schade. Achso, ich hatte ja auch noch was im Briefkasten. Ah, das habe ich total vergessen. Hilfe. Den müssen wir auch noch lernen. Hallöchen. Ich wollte dich wissen lassen, dass ich, da du jetzt Zugriff auf das ganze Erz hast, deine Werkzeuge verbessern kann. Wenn ich deine Axt verbessere, kannst du Bäume fällen mit einer besseren Spitzhacke, kannst du größere Felsen auf der Farm entfernen. Ja, ich weiß. Aber dafür brauche ich Kupfer. Ich bin auch schon am Überlegen, ob wir vielleicht doch die Energie benutzen, um Kupfer zu holen, weil dann könnte ich beim nächsten Mal die großen Bäume nämlich hacken. Da kriege ich zum einen natürlich mehr raus. Zum anderen hoffe ich, dass das mit der Energie da nicht ganz so schlimm ist. So. Frage ist nur, was davon ist jetzt Kupfer? Also, das hier, meine ich, war kein Kupfer. Ah, nee, das war das zum Ausbuddeln, ne? Genau. Wo ist denn... Hä, wo sind denn diese Haufen, die da jetzt lagen? Die sind jetzt auch weg, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Gut, den können wir mitnehmen. Dann nehmen wir den noch direkt mit. Hier, so einer. Aber ich glaube, das war ein Sandstein, definitiv. Guck mal eben in der Höhle davor. Oder auch nicht. Warum darf ich nicht durch die andere Höhle? Das war auch ein Sandstein. Ah, jetzt sag mir bloß. Das wäre jetzt gar kein... Baumaterialien. Feinsand, den haben wir nämlich da rausbekommen, ja. Kupfer habe ich noch gar nicht rausbekommen. Das ist ja doof. Das heißt, dass hier auch kein Kupfer drin ist, nehme ich mal an. Den können wir noch einsammeln. Ja. Ach, lauf doch mal einfach dran vorbei. Das ist wirklich blöd. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal raus. Das ist wirklich richtig, richtig blöd. Mich würde auch interessieren, wenn ich den Bürgermeister jetzt weiter level, ob ich von dem dann eventuell... die Möglichkeit bekommen, das hinten wegzumachen, also nicht wegzumachen, sondern da hinten eine neue Brücke zu bauen oder so. Das wäre natürlich ideal. Hier haben wir auch nichts zum Hacken. Oh Leute, ist das euer Ernst, dass wir hier jetzt so gar nichts haben? Ich meine, das ist schön, dass hier immer die kleinen Steine immer mal wieder dazwischen sind. Die habe ich übrigens sonst, glaube ich, immer vergessen, ehrlich gesagt.
Ja. Ansonsten können wir ja nur noch in dem Waldstück. Unten ist ja alles nur... ach so, bei ihm können wir noch mal kurz abgeben. Wenn er wirklich nur zwei haben will. Tell me you've got the supplies. We're running out of time here. Ja. Yes, it's right here. Jeez. Take a breath and calm down. Well, you cut it pretty close, Missy. There was no need to unsettle me so. Well then, here's your pay for handling this trifling matter. Thanks. So, are you going to tell me what this was all about now? Oh, sorry. I am not at liberty to discuss town business with you. Good day. Ich weiß ja nicht. Na gut. Dann haben wir wieder ein bisschen... Achso, hier oben war das. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Dann könnten wir eigentlich... ein Bananenbrot kaufen. Dann sind wir zwar ein bisschen drunter, aber zur Not fangen wir uns irgendwie noch einen Fisch oder sowas. Ich meine, bis dahin werden wir hoffentlich noch ein bisschen Geld verdienen. Was ist hier eigentlich mit? Was haben wir denn hier heute? Ah, guck mal. Jetzt weiß ich, wofür ich Blumenkohl gebrauchen kann. Den könnte man theoretisch kaufen. Ich weiß das natürlich nicht. Der Bürgermeister braucht den. Nee, warte mal, das ist gar nicht der... Ich brauche nur etwas Hering. Kriegen wir 28 für... Moment, wie viel waren das? 5. Wenn der jetzt wirklich 5 kostet... Ach so, können wir gar nicht kaufen. Na, dann kannst du es vergessen, Junge. Die habe ich nämlich gerade nicht mehr. So, in der Schule waren wir meines Wissens nach eben schon drin. Bei ihm auch. So, jetzt laufen wir hier rum und finden wieder kein Bäumchen, was ich doch mal... Doch. Aber da muss ich mal eben... So, eine Erdnuss sehe ich da hinten auch noch. Ja, lass deine Aggression am Bäumchen raus, genau. Umso mehr Aggressionen, umso mehr kriegen wir von dem Holz. Ach ja, also dieses Farmen finde ich ehrlich gesagt echt schrecklich. Zumal ich ja jetzt kein Multimillionär bin und dementsprechend dann auch nicht sagen kann, ich habe jetzt so viel Geld, ich hole mir jetzt einfach irgendwas, was ich jetzt, womit ich dann meine Kraft immer wieder, also meine Ausdauer immer wieder hochhole. So. Naja, zumindest ein Teil haben wir jetzt schon mal. Ich brauche gar nicht zu versuchen, da unten das auch noch zu nehmen, weil ich ganz genau weiß, das wird sowieso wieder nichts. So. Mit dir können wir aber noch reden, wenn wir eh schon mal hier oben sind. Do you have any family nearby, Shelby? I have cousins. They came across the ocean with me when we were small. Rest of our family, well... They never made it out of Hungary. Oh, I'm sorry. It was a long time ago. So, nicht auf Lager. Boah, die kosten auch 20. Na gut, wenn ich jetzt für 40 und ich hätte jetzt die Pilze immer so einen Trank holen könnte, das wäre schon geil. Aber warum hat er die nicht auf Lager? Folgendes könntest du auch noch verkaufen. Ich würde es aber nicht verkaufen, ich würde es kaufen. Ich weiß nicht, wie das mit Tannenzapfen... Ich hoffe, die brauche ich für nichts. Ja, Moment, nein, halt, stopp. Ich will die verkaufen, ich will die nicht kaufen. Disteln. Ich weiß nicht, ob ich... Okay, aber der geht nicht mehr höher. Aber er hat keine Alraunen auf Lager. Na gut. Bringt mir dann ja auch nichts, wenn er keine auf Lager hat und ich sie nicht kaufen kann, obwohl ich sie theoretisch kaufen könnte. Ja, dann sieht das für heute erstmal schlecht aus. Aber wir wollten ja jetzt gleich nochmal in die Bar gehen. Also gleich ist gut um 18 Uhr eigentlich erst.
Hier haben wir nichts mehr. Hier könnten wir zwar noch schön hacken, aber natürlich haben wir keine... Obwohl, ein bisschen Energie haben wir ja eigentlich, ne? Können wir das jetzt so nehmen? Sag mir bitte, dass wir noch eine damit machen können. Oh ja, danke. Okay. Dann kann ich mir nämlich das Bananenbrot für den nächsten Tag aufsparen. So, und dann haben wir hier aber trotzdem nochmal drei. Man muss halt, ne, fleißig ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie war das? Ich werde mich jetzt mal auf den Weg machen zur Bar und werde dann die Zeit soweit erstmal weiterlaufen lassen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es 18 Uhr sind. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder. Ich glaube, mit dir haben wir heute noch gar nicht gesprochen, oder? Hey, hey, you missed an epic session this morning. I got Sebastian to stand up on his board in the Whitewater. Really? That's awesome. Ah, now he's just gotta stop bending at the waist like a noob. Ja, mein Gott, das ist doch nicht schlimm. Komm, lass uns mal reingehen. Hey, how's it going on the farm, new girl? Good. Fine. I'm exhausted. Oh, then you came to the right place. So, what are you looking for today? A drink? A new friend? As a bartender, it's my job to get your life story. Einen neuen Freund. Genau. Erzähl mir erstmal deine. Actually, I'm more interested in learning your life story. What brought you to Fairhaven? Ah, you turned it around on me. Yeah, I think I'm gonna like you. This place used to be run by my pa. He and my mom moved back home to Johannesburg, so now I take care of it for him. If I think about it too much, I really miss my folks. So, thanks for taking the time to chat with me about it. I appreciate it. Ah. Und jetzt der nächste. So, Mist. Ich wollte dich doch anbaggern. Wieso kann ich dich nicht anbaggern? Mann, was willst du mit einer Kartoffel? Moment. Ah, man, how am I supposed to pay these new fees? What's wrong, Damon? Mayor Saltum Business just signed a new rule saying I've got to pay for a new license just to keep my bar open. And he only gave me a few weeks to pay up. That doesn't seem very fair. Yeah, I'm not giving up the bar. I promised my mom and pa I'd keep it going when they left, and I have. I know. I have a happy hour promotion. Free order of fries for every customer who comes in between 6 and 8. Except I don't have potatoes. Hey, do you have some? Ja. I could grow you some. Really? That would be awesome. People love free chow. This place is gonna be lit. Ich wollte gerade sagen, aber die reichen garantiert nicht, ja. Ja gut, dann müssen wir nochmal Pommes mit Liebe serviert. So, so. Ich wollte doch mit unserem Surferboy eigentlich flirten. Wieso kann man das hier nicht kontrollieren? So Mist. Na gut, kann ich hier durch die Tür gehen? Ich weiß ja nicht. Nee, ne? Okay. Aber sieht schon ganz gemütlich hier drin aus, muss ich sagen. Mit ihr habe ich schon... Habe ich heute mit dir gesprochen? Doch, mit dir habe ich gesprochen. Ach so, klar. Ich war ja in der Schule. Ja, ich hatte jetzt gehofft, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen flirten kann oder so. Aber das scheint nicht abhängig von dem Laden zu sein. Oh, hey, Tara. Hey, Francis. Do you have a cold? No, it's just my allergies kicking up again. Amira's given me every antihistamine cocktail she can think of, but no dice. I guess I'm just allergic to, like, nature. Kann ich verstehen. Also nicht so, wie er das Natur jetzt betont hat, aber jetzt allergisch gegen naturelle Dinge. Ich kann nur empfehlen, vegane Ernährung. Hört sich irgendwie komisch an, aber ist tatsächlich. Also meine Allergien sind fast alle dadurch weggegangen. Und mittlerweile ernähre ich mich nicht mehr vegan, muss ich dazu sagen, aber... Ich habe es trotzdem nicht wieder zurückbekommen. Also ich habe zum Beispiel auch eine ganz, ganz starke Nesselsucht gehabt. Jedes Mal, wenn ich Chili nur angeschaut habe, habe ich wirklich komplett die Beine komplett rot gehabt. Aber, ja, stimmt, das können wir auch wieder nehmen. Aber seitdem, toi, 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 habe ich gar nichts mehr gehabt. Ah ja, ich habe Kartoffeln reingemacht, sehr schön. Dann machen wir hier auch mal einen Wachstumszauber. Also wir haben jetzt 4 Tage noch. Resttage. Jetzt sind es 3 Tage.
Okay, also der zieht immer nur einen Tag ab. Das ist natürlich nicht allzu viel. Naja, gut. So, Oma, habe ich... Doch, ich hatte mit dir morgens schon gesprochen, ne? Ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt erstmal ins Bettchen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Is it time for bed?